Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal kurz von Asus, und zwar reden wir heute über das Köpfen von Skylake X und Kaby Lake X. Denn wie ihr heute sicherlich überall gelesen habt, die neuen CPUs sind jetzt draußen, sind auch demnächst verfügbar. Also es dauert noch ein kleines bisschen, bis die wirklich zu kaufen sind, aber vorgestellt wurden die heute. Und ja, Köpfen ist natürlich wie immer wichtig. Also bei Skylake X und Kaby Lake X ist es wirklich enorm wichtig. Ich habe hier mal Kaby Lake X, den ich euch zeigen kann. Grundsätzlich ist es mal der gleiche Chip wie ein normaler Kaby Lake, der eben auf einer größeren Platine sitzt. Also ein besseres Package, eine dickere Platine. Dementsprechend lässt sich es ein bisschen besser takten. Aber auch die CPU ist nicht verlötet. Das heißt, da sitzt ein ganz normaler Heatspreader drauf. Und dementsprechend ist da normale Wärmeleitpaste drunter. Und wenn wir natürlich vernünftig übertakten wollen, dann muss die CPU geköpft werden. Und das ist bei Kaby Lake X noch einigermaßen machbar. Also man könnte das hier auch mit einer Rasierklinge machen, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen kann. Natürlich, man kann natürlich wie immer in die Platine schneiden. Aber ja, gehen wir mal zu Skylake X. Das ist eigentlich interessanter. Also das hier ist ein Skylake X, in dem Fall ein 6-Kerner. Und bei Skylake X ist das Problem, da blende ich euch Bilder ein. Skylake X hat wie ähnlich wie Broadwell E so eine gestackte Platine, das heißt, ihr habt unten eine relativ dünne Platine, oben nochmal eine dickere Platine und darauf sitzt der Chip. Außenrum sind viele kleine SMD-Bauteile, Kondensatoren, auch teilweise Widerstände, und das heißt, ihr könnt nicht einfach den Heatspreader runternehmen, denn auch Skylake X ist nicht verlötet, also wie früher das bei Broadwell E der Fall war oder bei Haswell E, sondern Skylake X hat jetzt auch normale Wärmeleitpaste drunter. Aber ich habe mir natürlich da wie üblich was einfallen lassen, und zwar dieses Teil. Das ist der Dele Dimate X, also dementsprechend für Skylake X und Kaby Lake X. Funktioniert rein theoretisch auch für Haswell E und Broadwell E, aber kann ich echt nicht empfehlen, weil die CPUs sind gelötet, da lohnt sich das nicht. Aber bei Skylake X und Kaby Lake X funktioniert das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Version ist jetzt erstmal ein Prototyp. Es wird Ende Juni verfügbar sein. Demnächst kommt noch mal ein kurzes Video, dann gibt es auch den Link zum Vorbestellen bei Case King. Denn Verfügbarkeit wird am Anfang erstmal nicht ganz so gut sein, weil wir eben auch noch ein bisschen Zeit brauchen, die Teile zu produzieren. Das heißt, wenn ihr direkt zum Launch dann von Skylake X auch eure CPU köpfen wollt, dann müsst ihr natürlich vorbestellen, sonst wird es leider nichts. Aber ja, das Prinzip ist das gleiche wie beim anderen Dele Dimate, das heißt, der Heatspreader wird einfach seitlich weggeschoben. Bei Skylake X ist es allerdings ein bisschen komplizierter, weil wenn der Heatspreader zu weit geschoben wird, dann entfernt man so einen kleinen Chip, der auf der Platine sitzt, und dann kann man die CPU relativ leicht beschädigen. Auch unten drunter eben mit den ganzen Widerständen und Kondensatoren ist es relativ gefährlich. Die endgültige Version vom Dele Dimate X wird noch ein kleines bisschen anders aussehen. Das heißt, es wird hier nochmal so Cutouts geben, dass man die CPU einfacher reinsetzen kann. Dann hier hinten muss ich noch ein bisschen was verstärken, damit man die CPUs einfacher köpfen kann. Und das Tool zum Wiederverkleben ist auch noch nicht ganz fertig. Das heißt, es fehlt jetzt hier in der Version leider auch noch. Aber grundsätzlich mal, wir haben jetzt mit dem Tool hier ungefähr so 10, 20 CPUs geköpft. Hat alles wunderbar funktioniert. Die ganzen CPUs sind noch am Leben. Dementsprechend bin ich mir auch sicher, dass das funktioniert. Und ja, wie gesagt, Skylake X und Kaby Lake X, beide nicht mehr verlötet, sondern alles mit normaler Wärmeleitpaste. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert bei einem Skylake X. Das heißt, ihr nehmt einfach die CPU und legt die in den Dele Dimate X, dann eben dementsprechend wie ihr das Dreieck seht auf der Platine und beim Dele Dimate X, und dann wird einfach nur an der Seite gedreht, bis eben der Heatspreader sich löst. Und der Heatspreader, den sollte man nicht weit schieben beim Skylake X, also vielleicht so 0,5 bis 1 mm. Ich versuche im Moment noch so einen kleinen Anschlag zu basteln, damit man den Heatspreader nicht zu weit schieben kann, damit es direkt ausgeschlossen ist, also damit das Ganze wirklich hundertprozentig safe ist. Bei Kaby Lake X ist es wirklich ganz einfach, da kann man so weit drehen quasi, wie man will, weil das sind keine Komponenten im Weg, da ist es dann relativ safe. Ja, das war jetzt nur mal ein ganz kleines, kurzes Video zu Skylake X und Kaby Lake X. Also wir übertakten hier gerade so beide CPUs. Wir haben also in den letzten 3-4 Tagen viel gemacht für Skylake X und Kaby Lake X. Wir haben hauptsächlich Kaby Lake X gemacht mit Flüssigschickstoff, gerade auch noch mit Flüssighelium auf einem Event, auf einem Intel Launch Event hier bei der Computex. Ja, die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Wir haben sehr wenig geschlafen. Ich sehe wahrscheinlich auch ziemlich fertig aus, aber ich wollte euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten, damit ihr auch direkt zum Launch Bescheid wisst, falls ihr euch irgendwie Kaby Lake X oder Skylake X kaufen wollt. Ansonsten gibt es in den nächsten Tagen noch ein paar Videos von der Computex hier und vom Kaby Lake X und Skylake X Overclocking. Ansonsten macht's gut und bis bald.